Ich erkläre hier, wie man Maxima-Aufgaben von Weilhalter.info oder andere Mathematikaufgaben mit Sagezähl. Wir rufen die Seite Weilhalter.info auf und finden hier bei den Hilfsmitteln Werkzeuge Sagezähl, das rufen wir auf und es wird sagezähl.sagemat.org gestartet. Hier haben wir ein Fenster, wo wir Maxima Quelltext eintragen können. Wir müssen aber das richtige Programm anwählen. Interessant ist vielleicht, dass man auch Python-Programme hier laufen lassen kann. Maxima, das, was wir brauchen, ist Wenn wir nun einen Quelltext aus Weilhalter.info verarbeiten möchten, wird dieser Quelltext mit der Maus markiert und dann kopiert. Steuerung C zum Beispiel. Dann umsteigen auf den Sagezähl-Server und hier mit Steuerung V oder als reinen Text einfügen, rechte Maustaste, das geht auch. Eintragen und dann Evaluate. Schon wird die Abrechnung zur Verfügung gestellt. Wenn wir diese teilen wollen mit Share, wird automatisch auch ein QR-Code zur Verfügung gestellt, den wir mit einfach teilen können oder speichern. Rechte Maustaste, Bild speichern unter, dann haben wir den QR-Code für die Weiterverarbeitung zur Verfügung. Ja, nennen wir das Demo. Demo. Speichern. Will ich diesen ersten Teil beenden. Es geht dann noch weiter, wie man diesen Code zum Beispiel auf dem Android-Tablet nutzen kann.